Es klingt so ein bisschen so, wir machen jetzt mal Werbung für das Projekt. Und genau das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht hergehen und sagen, oh, das ist jetzt das tollste Projekt, ich mache jetzt nur Werbung. Ich bin ein Markenbotschafter. Und das Schöne an der Botschaft, an einem Botschafter ist, dass ich gar nicht immer erwarte, dass er mir nur die schönen Dinge erzählt. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Sie kennen das sicher aus Ihrem Projektalltag. Die Energie fließt in erster Linie in die Anforderungen des Projekts und seine Umsetzung durch passende Ressourcen. Dabei bekommt das Umfeld oft überhaupt nicht mit, was in den Projekten läuft und warum. Und das hat seinen Preis. Denn je knapper die Ressourcensituation, desto stärker stehen die Projekte im Wettbewerb zueinander. Das kann es dann für das eigene Projekt heißen, bitte hinten anstellen. Doch wie sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihr Projekt auch gehört werden? Richtig, das Zauberwort heißt Projektmarketing. In der heutigen Episode spreche ich mit Projekt- und Marketing-Experten Michael Schenkel darüber, warum Projektmarketing so ein wichtiger Hebel für den Projekterfolg ist, welche Rolle dafür zuständig ist und wie Sie eine gute Strategie entwickeln können. Hallo Michael, ich finde es toll, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben es ja schon, oder ich habe es ja schon in der Einleitung angerissen, aus deiner Sicht aber nochmal, warum ist für dich auch Projektmarketing so wichtig und warum weiß das kaum einer? Vielleicht steigst du ja gerade schon mal mit einer sehr schönen Frage ein. In der Vorbereitung zu unserem heutigen Gespräch habe ich mal das Internet bemüht und einfach mal gegoogelt, was sagt denn das eigentlich tatsächlich zum Thema Projektmarketing? Interessanterweise habe ich einen eigenen Artikel darüber gefunden, aber auch eine Definition, die würde ich einfach mal kurz vorlesen. Unter Projektmarketing ist der geplante und zeitlich begrenzte Einsatz von Marketinginstrumenten zur gezielten Steuerung des Projektumfeldes zu verstehen. Ziel ist die Absicherung des strategischen Projekterfolgs und somit die Erreichung der vorgegebenen Projektziele. Hossa. Ich bin auf der einen Seite gar nicht sicher, ob das nicht quasi nach Projektmanagement klingt, also ob das nicht wahnsinnig nah beieinander liegt. Wenn ich einen Punkt rausnehmen würde aus einer solchen Definition, da wäre es tatsächlich die gezielte Steuerung des Projektumfeldes. Und ich glaube, wenn ich es runterbreche, dann sind es eher Projektkommunikation. Es ist so eine Art Erwartungsmanagement. Und es ist tatsächlich auch, es wirkt auch in Richtung Akzeptanz. Also Produktmarketing wirkt in Richtung einer Organisation, häufig nach innen, manchmal auch nach außen. Aber diese Akzeptanz ist einfach sehr, sehr elementar. Und warum wissen das so wenige? Naja, ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die machen es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Nicht nur so eine, bisschen unklare Definition, sondern auch, an sich ist der Begriff halt nicht wahnsinnig etabliert. Wenn ich mir Projektmanagement anschaue, sehr klar, tausende von Büchern. Wenn ich mir Anforderungsmanagement anschaue, tausende von Büchern. Wenn ich darüber hinaus mir überlege, was ist denn quasi das Objekt, um das es geht, dann ist das Projekt. Und das Projekt ist auch nur ein Container, um irgendetwas zu entwickeln. Also da steht nicht das eigentliche Ergebnis im Vordergrund. Also wenn ich jetzt normales Marketing betrachte, werde ich immer versuchen, irgendwie ein Produkt zu bewerben. Ich werde verstehen, was das Produkt braucht, was der Markt mit dem Produkt anfangen möchte. Dann läuft sozusagen die normale Marketingmaschine. Das ist in dem Fall aber nicht so, weil das eigentlich etwas Internes ist, wie ich etwas anderes erzeuge. Und ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, sei mal da hinten angestellt. Und ich glaube, der dritte und vielleicht auch der entscheidende Grund, warum Projektmarketing gar nicht so wahnsinnig populär ist, es gibt gar keinen Verantwortlichen dafür. Also wenn ich jetzt ein bisschen aushole und mir zum Beispiel Scrum angucke als eine Methode, um in komplexen Umgebungen Dinge zu entwickeln, oder ein Framework, wenn man es genau nimmt, dann gab es vor 3 Jahren einen neuen Guide, also eine neue Auflage, in dem die Rolle so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde. Also es gibt natürlich in der Praxis weiterhin Rollen, aber es gibt vor allem jetzt Verantwortlichkeiten. Es gibt Durchführungsverantwortlichkeiten und Ergebnisverantwortlichkeiten. Und wer soll das dann im Projektmarketing tun? Den gibt es gar nicht. Also sprich, es gibt einige Gründe, unklare Definitionen, schwieriges Objekt, um das es tatsächlich geht und, wenn man so möchte, auch eine fehlende Rolle, die sich um dieses Thema kümmert. Gut, kann man alles nachvollziehen. Ich
kann mir vorstellen, auch gerade die fehlende Rollenzuweisung, also die macht es wirklich schwierig, wenn sich niemand verantwortlich fühlt, ja, wieso soll ich mir das auch noch draufpacken, ja, und dann hausieren gehen sozusagen. Was denkst du denn, leistet Projektmarketing konkret, also jetzt gehen wir sozusagen zu den Gründen, warum wir dennoch Projektmarketing tun sollten. Vielleicht können wir ja ein paar Beispielen das mal durchgehen, was Projektmarketing kann und warum man es wirklich tun sollte. Das ist eine sehr schöne Frage, um unseren Podcast zu beginnen. Im Vorfeld für unseren Austausch habe ich tatsächlich mal das Internet bemüht und mal geschaut, was sagt denn das schlaue Internet zu dem Thema Projektmarketing? Abgesehen davon, dass ich einen schönen Artikel von mir selbst gefunden habe, bin ich über die erste Definition gleich gestolpert und die würde ich kurz mal vorlesen. Unter Projektmarketing ist der geplante und zeitlich begrenzte Einsatz von Marketinginstrumenten zur gezielten Steuerung des Projektumfeldes zu verstehen. Ziel ist die Absicherung des strategischen Projekterfolgs und somit die Erreichung der vorgegebenen Projektziele. Puh. Ja, so kann man es vermutlich definieren. Klingt für mich persönlich so ein bisschen wie ein normales Projektmanagement. Also wo ist jetzt da der wahnsinnig große Unterschied? Ich würde daraus tatsächlich diesen Punkt ableiten wollen, gezielte Steuerung des Projektumfeldes und das eher in Richtung Projektkommunikation umdeuten. Und infolgedessen dann auch ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Erwartungsmanagement. Also die Beteiligten, welche Erwartungen haben sie? Wie können wir die denn steuern, miteinander in Einklang bringen? Und tatsächlich auch als drittes noch was in Richtung Akzeptanz. Projektmarketing wirkt häufig nach innen. Und dann brauche ich die Akzeptanz der Beteiligten und der möglicherweise gar nicht mal direkt Beteiligten, aber doch Betroffenen. Zu der zweiten Teilfrage, warum das kaum bekannt ist. Ich glaube, bin nicht sicher, ob es nicht doch bekannt ist. Vielleicht eher nicht gelebt, ja, vielleicht sollte ich das gelebt, genau. So sagen. Es kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund, glaube ich, also erstmal ist der Begriff, wie gesagt, ein bisschen, sagen wir mal, sperrig. Ist nicht so etabliert wie jetzt Projektmanagement, Anforderungsmanagement, Requirements Engineering, wie auch immer man die Disziplin nennen mag. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Objekt, um das es geht, an sich auch nur Mittel zum Zweck ist. Das Objekt ist das Projekt, nicht das Arbeitsergebnis. Im Marketing sind wir es gewohnt, dass wir Ergebnisse präsentieren. Wir haben eine neue Software, wir haben ein neues Feature, wir haben, keine Ahnung, die Weltneuheit in irgendetwas und das haben wir vorher vom Markt idealerweise aufgenommen. Wir haben es irgendwie umgesetzt im Unternehmen und geben es an den Markt zurück. Also klassisches Marketing, wenn man so möchte. Das gibt's in dem Fall aber gar nicht, weil, naja, das ist die Art, wie wir intern arbeiten. Warum soll das jetzt sozusagen jemand außerhalb der Organisation ernsthaft interessieren? Also das Objekt ist ein bisschen schwierig. Und last but not least, naja, wer macht's denn? Also wenn man mal ehrlich ist, du hast so einen Projektleiter, du hast die Projektbeteiligten, du hast keine konkrete Rolle. Und was dann häufig fehlt, und wenn man mal so einen kleinen Ausflug macht, zum Beispiel in Richtung Scrum, da gibt es halt den neuen Scrum-Guide, den gibt es jetzt seit 3 Jahren, da steht das Wort Rolle ja gar nicht mehr drin. Da gibt es jetzt sowas wie Verantwortung und Verantwortlichkeiten, Ergebnisverantwortung, Durchführungsverantwortung. Und das bräuchte es natürlich theoretisch auch. Also jemand oder idealerweise vielleicht sogar alle, die sagen, okay, für mich ist es wichtig, dass ich über dieses Projekt kommuniziere, damit ich sozusagen dem Projekt was Gutes tue, mir was Gutes tue, ein größeres Verständnis erwecke, mehr Akzeptanz eben tatsächlich schaffe. Also wenn diese 3 Dinge so ein bisschen fehlen, unklare Zuordnung, ein bisschen unklarer Begriff und das Objekt ein bisschen schwierig, naja, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es jetzt auch nicht ganz groß auf der Überschrift steht. Also das Problem ist ja auch, dass, wie du schon vorhin gesagt hast, das Projektmarketing überall schon ein bisschen drin ist, also im Stakeholder-Management oder im Erwartungsmanagement und was weiß ich. Also da ist es ja eigentlich auch so ein bisschen mit reingeflanscht, aber es bräuchte eigentlich eine eigene Bühne, oder? Und zwar verteilt auf jeden Teilnehmer. Oder wie wäre dein Plädoyer sozusagen? Genau, also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es eine eigene Bühne braucht. Es braucht aus meiner Sicht eher ein Commitment. Und ich werde jetzt so. Offensichtlich mache ich gerne Marketing, aber jetzt die Fahne für Projektmarketing so wirklich nach oben zu reißen und sagen, ja, das brauchen wir, das löst alle unsere Probleme, das glaube ich gar nicht. Aber wenn ich versuche, Projektmanagement professionell zu betreiben,
und mich mal ein bisschen zurücknehmen und sage, wie machen wir es denn eigentlich? Welche Situation habe ich denn jetzt konkret als Unternehmen? Ich kann mich jetzt vielleicht nicht an den großen Googles dieser Welt orientieren oder den Siemensen oder wie sie alle heißen mögen, sondern ich habe meine konkrete Situation. Und wie arbeite ich denn da? Was kann ich denn da verbessern? Woran hakt es denn möglicherweise? Dass man sich dann fragt, okay, wie gehen wir denn diese Punkte an? Und möglicherweise, und das ist jetzt auch kein ganz großes Geheimnis, ist Kommunikation ein Mittel dazu. So würde ich das versuchen zu interpretieren. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich ziehe mir den Hut an als Projektbeteiligter, wäre es mein Job, eben das Projekt intern zu kommunizieren, die Bedeutung oder meines Teilprojektes oder in die Tätigkeit, in der ich mitbeteiligt bin, einfach auch immer wieder nach außen zu tragen? Oder was wäre da jetzt deine Sicht der Dinge, wie sowas dann konkret aussehen könnte? Ja, versuche mal ein bisschen konkreter zu machen. Ich habe ein Projekt Management Office. Ich habe ein relativ einheitliches Vorgehen in meinen Projekten. Ich weiß, wie ich zu meinen Projekten komme. Jetzt gibt es, du hast schon das Wort Stakeholder-Management angesprochen, es gibt relativ viele Stakeholder im Kontext von Projekten. Ein Stakeholder per se wäre ja eine konkrete Person oder eine Gruppe von Personen oder vielleicht sogar eine Organisation, die direkt oder indirekt von etwas betroffen ist, von etwas, was wir tun. Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen, dann ist es ganz klar, die Projektbeteiligten, die direkt Beteiligten sind die Stakeholder. Und derjenige, der das mit dem Arbeitsergebnis später irgendwas tun soll, ist auch ein Stakeholder. Und natürlich wäre theoretisch die Konkurrenz auch einer, aber den lassen wir mal ein bisschen außen vor. Wenn ich aber jetzt in einem Projekt selbst aktiv bin und mein Kollege auch, und mein Kollege wird von meinem Projekt ein bisschen abgezogen, ich bin aber abhängig von seinem Arbeitsergebnis, naja, dann bin ich auf einmal auch Stakeholder seines Projektes. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn wir versuchen, das Ganze ein bisschen professioneller zu gestalten, dann müssen wir darüber kommunizieren, welche Projekte haben wir denn, welche Prioritäten haben denn die Projekte. Und ich meine, 2023 haben wir gerade, und es gibt immer noch ganz viele Organisationen, wenn du Mitarbeitende dort fragst, in wie vielen Projekten bist du denn tätig, dann sagen sie dir 5, 6 oder 7. Sie wissen es nicht genau. Naja, das ist ja schon ein Zeichen, dass es eben nicht ganz professionell läuft, dass vieles auf Zuruf ist. Und da, wie gesagt, da gibt es eben nicht die Disziplin, die sagt, okay, du musst das anders machen. Mein Appell ist tatsächlich, dass du dir überlegst, bleiben wir bei Stakeholdern, wie wollen wir arbeiten und wer ist alles tatsächlich betroffen? Und wenn ich weiß, mein Kollege ist jetzt, keine Ahnung, für 4 Wochen nicht verfügbar, dann kann ich wiederum es mit meinen Stakeholdern in meinem Projekt kommunizieren. Und idealerweise, wenn er früher verfügbar ist, teilt man mir das mit. Dann kann ich wieder kommunizieren. Ist nur blöd, wenn man sozusagen nicht kommuniziert oder wenn ich meinen Stakeholder irgendwas Unwahres sage. Und dafür brauche ich halt eine Professionalisierung, damit wir irgendwie hergehen und sagen, okay, woran scheitert es denn? Und ich weiß natürlich, das ist jetzt so ein schöner Appell in einem luftleeren Raum. Aber wenn man mal, das kennen wir aus ganz vielen Organisationen, wenn die Arbeitslast zum Beispiel zu hoch ist und der Vertrieb ein neues Projekt an den Start bringt, dann wird die Arbeitslast bestimmt nicht kleiner. Da haben wir schon ein Thema. Und das kann nur durch Kommunikation gelöst werden. Es kann nur durch ein Miteinander gelöst werden. Der Vertrieb muss verkaufen, so nach dem Motto. Und wenn er nicht verkauft, das ist schlimm. Ja, aber wenn wir es als Organisation gar nicht leisten können, tun wir uns auch keinen Gefallen. Und da miteinander ein besseres Miteinander zu finden, davon profitieren alle. Und damit hat auch jeder, der irgendwie beteiligt ist, einen Hut auf. Wie gesagt, intrinsische Motivation, dazu müssten theoretisch alle haben. Ich würde auch tatsächlich eher dieses Bewusstsein schaffen wollen, als jetzt eine Rolle zu definieren und sagen, du bist jetzt der Projektmarketier und du musst es jetzt vorantreiben. Also die Sachen, die du gerade angesprochen hast, die fallen ja eigentlich unter Stichwort Portfolio-Management, Ressourcenmanagement und diese ganzen Dinge. Das Projektmarketing, sozusagen, um das mal zu differenzieren von den anderen Bereichen, wäre dann eben mein intrinsische Motivation, um mit mir als Stakeholder und den anderen Stakeholdern im Projekt im guten Austausch zu sein, eben immer wieder auch mein Bedürfnis oder meine Anforderungen, die ich habe jetzt, zu kommunizieren. Weil es ist ja immer dann ein Blick vom Individuum nach draußen. Ja, kannst du so bezeichnen. Ich bin jetzt gar nicht sehr intrinsische Motivation, es wird jetzt ein neues Thema quasi. Naja, aber also es geht ja darum, Projektmarketing eben, um das zu unterscheiden von diesen anderen Disziplinen, dass man sagt, ich als Projektbeteiliger gehe da raus und
sozusagen stehe für mein Projekt ein oder beziehungsweise kommuniziere entsprechend die Belange des Projekts oder die Situationen des Projekts und so weiter. Also ein bisschen wie ein Fürsprecher meines Projekts. Genau, ich bin, wenn du so möchtest, eine Art Botschafter meines Projektes. Damit könnte ich sehr gut leben. Aber auch da, ich bin gar nicht dafür, dass man das als Disziplin ausbildet. Wir haben schon wahnsinnig viele Disziplinen und wir können jetzt versuchen, da irgendwie noch ein Schleifchen drumherum zu machen. Aber tatsächlich bleiben wir bei diesem Botschaftergedanken, den finde ich ganz nett, weil er eben auch zeigt, okay, ich kommuniziere über etwas, an dem ich betroffen bin, von dem ich aktiv vielleicht mitwirke, indem ich einfach auch mal freiwillig was erzähle. Und natürlich sind dann auch die Fragen naheliegend, wem erzähle ich denn was, in welcher Güte sozusagen sind Informationen Bring- und Hohlschuld, ne? Also diese Diskussion, die man immer mal wieder führt, wo es auch keine allgemeingültige Antwort aus meiner Sicht geben kann. Aber einfach zu wissen, okay, du tust dein Projekt was Gutes, genau wie du als Unternehmen oder deinem Unternehmen was Gutes tun würdest, wenn du ab und zu mal was Positives über dein Unternehmen zu sagen hättest. Wenn du immer nach Hause gehst und schimpfst, weil alles so schlecht ist, naja, kein Wunder, dass deine Unternehmung irgendwann mal keine Mitarbeiter mehr findet, weil du findest es auch irgendwie ziemlich doof. Also da so ein bisschen zu sagen, okay, ich habe eine Rolle, ich habe eine Tätigkeit, wenn man so möchte, vielleicht eben nicht die Rolle. Und es gibt auch nicht die Disziplin, aber diese Botschaft, die transportiere ich und ich kann sie besser transportieren als alle anderen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ich natürlich intern in der Organisation auch gehört werden muss. Also ist ganz klar, ich kann jetzt nicht fordern, dass jeder jetzt jubelnd durch die Gegend rennt und sagt, oh, ich bin in dem Projekt und es ist ganz toll, wenn ich denke, oh, ich gehe unter in Arbeit. Das ist eben nicht ganz toll. Wir haben irgendwelche Ziele versprochen, die wir nie halten können. Das ist gar nicht toll. Und da in der Richtung, also wie gesagt, mein Appell ist ja ein bisschen, das zu professionalisieren und sich eher bewusst zu machen, was wir denn tun. Und wenn du dann auch erarbeitest für dich, dass du mehr Projektbotschafter quasi brauchst, dann kommst du dem Ganzen vielleicht ein Stückchen näher. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen jetzt konkreter rein im Sinne von Beispielen. Also wie habe ich mir das denn vorzustellen in der von dir jetzt gerade skizzierten Welt? Also vielleicht können wir mal verschiedene Rollen jetzt mal ansehen. Wie würde denn diese Rolle jetzt Projektmarketing betreiben? Also jetzt gerade, wenn wir mal davon ausgehen, es ist keine eigene Disziplin, sondern es ist eine weitere Tätigkeit, die du in deiner Rolle halt wahrnimmst, ja, als Projektbeteiligter. Wie könnte sowas aussehen? Vielleicht können wir so 2, 3 Rollen mal angucken. Wie könntest du dir das vorstellen? Ich mache ja von Hause aus sehr viel Marketing und ich freue mich immer darüber, dass man versucht, so Abgrenzungen hinzubekommen. Darüber kann ich sehr häufig diskutieren. ich glaube im Endeffekt, ein Projektleiter müsste per se natürlich Interesse haben, dass sein Projekt, kommuniziert wird, warum es dieses Projekt gibt, die Bedeutung des Projekts, wenn es denn einen tatsächlich hat, die Weiterentwicklung, die Einhaltung von Projektzielen. Und ich hatte ja am Anfang diese bisschen sperrige Definition vorgelesen. Da stand ja auch was von Projektzielen. Wenn man ganz ehrlich ist, hat jedes Projekt ein Projektziel. Sollte natürlich idealerweise. Ja. Und wenn ich immer wieder die Artikel lese, dass so viele Projekte scheitern und ich mir denke so, ernsthaft, also versuchen wir es mal umzudrehen. Wann scheitert denn eigentlich ein Projekt? Also ich weiß es gar nicht. Wenn ich in Time und Budget fertig bin, aber weniger leiste, also weniger Features habe, habe ich dann mein Projektziel erreicht oder bin ich gescheitert? Wenn ich alle meine Dinge erreicht habe, die ich haben wollte, brauche ich aber 3 Monate länger, habe ich mein Projektziel erreicht oder nicht? Wenn ich ein super Projekt habe mit allen Features, die ich haben wollte, in der Zeit, im Budget und keiner will das Produkt hinterher kaufen, ist mein Projekt dann erfolgreich? Finde ich alles schwierig. Kann man, wie gesagt, hoch und runter diskutieren. Ich glaube eher, wenn ich jede Rolle, jede Person, die in einem Projekt drin ist, wenn man da eine Gemeinschaft schafft und eben sich sozusagen ein bisschen zurücknimmt vorher und dann versucht, okay, wir gehen damit um und sagen, was wollen wir denn? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ich im Sinne eines Projektmarktes vorher überlege, wen kann ich denn gewinnen für mein Projekt? Weil mein Projekt ist wirklich cool. Und wir haben nur 3 große Projekte im Jahr und boom, machst du mit. Oder es könnte sein, dass Projektideen gepitcht werden. Dass man einfach sagt, okay, wir sind offen in der Organisation. Wir können A, B oder C machen. Was wollen wir denn machen? Warum wollen wir das denn machen? Machen wir nur A, dann machen wir A und ein bisschen B. Also so in der Richtung eher gedacht. Irgendwie tatsächlich weg von diesen Rollen. Ein Anforderungsanalyst macht auch nichts anderes. Er spricht mit den Leuten, die Anforderungen haben. Und er versucht das ein bisschen zu verstehen. Und er versucht ein bisschen
Naja, das zwischen den Zeilen rauszuhören und nutzt dann 100 verschiedene Hilfsmittel. Jeder, der das im Endeffekt tut, keine Ahnung, ein Grafikdesigner oder eine Grafikdesignerin macht auch nichts anderes. Sie spricht mit Menschen, setzt es in irgendeiner Form und kommuniziert später darüber. Und ich glaube, da wir eben diesen Container haben, das Projekt, müssen wir halt über das Projekt kommunizieren. Und dann ist es eben tatsächlich eher so eine Art Prozess, so eine Begleitung, eine Tätigkeit, die über das gesamte Projekt läuft. Die Frage ist halt, wo fängt es vorne an? Vielleicht bei dem Pitch sozusagen. Und wo hört es auf? Irgendwann mal vielleicht in der Anwendung. Du hast schon gesagt, was denn Projektmarketing leisten kann. Dennoch habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten, es von Projektkommunikation zu unterscheiden. Dir geht es wahrscheinlich eher darum, im Projektmarketing so eine Art Metaebene aufzieht in der Kommunikation, die dann hilft, die Leute einfach bei Laune, bei Stange zu halten und den ganzen Prozess zu optimieren, dass es mehr flutscht. Es klingt so ein bisschen so, ich mache jetzt mal Werbung für das Projekt. Und ich habe irgendwie Anfang der 90er BWL mit Marketing studiert und ich weiß noch relativ genau, wie man mir Marketing näher gebracht hat. Da gibt es einen Markt, Menschen sich tummeln, die irgendwelche Bedürfnisse haben, idealerweise auch ein bisschen Kaufkraft, also Bedarf. Und wir als Unternehmen erkennen das und versuchen dafür etwas zu entwickeln, um es dann an den Markt zu geben. Was wir dann entwickelt haben, wollen wir natürlich auch schön darstellen, ist klar. Wir wollen vielleicht ein bisschen Werbung machen. Was wir aber eigentlich nicht wollen, ist, wir haben da irgendein Produkt, das eigentlich keiner braucht, und wir schreiben schöne Worte drum. Das kennen wir auch, machen wir uns nichts vor, also kann ich auf vielen Webseiten sozusagen lesen, warum wir da wahnsinnig toll und super positioniert sind. Und das klingt alles ein bisschen. Und genau das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht hergehen und sagen, oh, das ist jetzt das tollste Projekt, ich mache jetzt nur Werbung. Ich bin ein Markenbotschafter. Ich bin auch ein Projektbotschafter sozusagen. Und das Schöne an einem Botschafter ist, dass ich gar nicht immer erwarte, dass er mir nur die schönen Dinge erzählt. In Projekten, das ist ja auch das Besondere an Projekten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn mir jemand sagt, wir hatten ein Projekt und es lief von A bis Z gut, dann muss ich sagen, war das wirklich ein Projekt? Das klingt nach Fließbandarbeit. Das kenne ich gar nicht. Also natürlich muss es irgendwie Reibung geben. Nicht nur, dass Reibung Werbe erzeugt auch häufig bessere Ergebnisse. Und da würde ich natürlich eher erwarten, dass man ernsthaft miteinander kommuniziert. Und wenn was schlecht läuft, darf man das auch sagen. Das ist ein bisschen schwierig, vielleicht nach außen, wenn wir diesen typischen Marketinggedanken haben. Aber es gibt nicht umsonst Fuck-Up-Nights, wo Leute irgendwie kleinere Unfälle sozusagen präsentieren. Natürlich nie die ganz großen, die wirklich desaströs waren. Aber mir geht es eben nicht darum zu sagen, versuchen was zu schönen. Und ich bin auch gar nicht so weit weg von dieser Projektkommunikation, weil es ist eben sehr nah. Und wenn ich im Sinne dessen, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, über Akzeptanz spreche, dann ist die Akzeptanz ja nicht einmal da und dann war es das für immer, sondern Akzeptanz fließt ja auch quasi. Ich mache mir also Gedanken, wie kann ich die denn erhalten? Und wenn ich so ein Langläuferprojekt habe und dann denke ich mir irgendwann mal, ob das jetzt einen Monat früher oder später fertig wird, naja, dann geht die Akzeptanz schon, ist schon ein Zeichen dafür, dass die Akzeptanz leidet. Und wenn ich das in Richtung Erwartung eben definiere und sage, okay, welche Erwartung haben wir denn als Beteiligte, aber als auch Nutznießer später? Welche Verabredungen wurden denn getroffen? Können wir die denn einhalten? Dann sind das alles Tätigkeiten. Wie gesagt, die machen ganz viele Menschen permanent und pausenlos in ihren jeweiligen Professionen sozusagen, in ihren Disziplinen. Ja, und dann nennen wir das von mir das Projekt Marketing, nennen wir es Kommunikation. Das ist mir total egal. Ich kenne kein Buch dazu, aber vielleicht könnte man eins darüber schreiben. Aber es bringt eigentlich auch gar nicht weiter, sondern es geht nur darum zu sagen, in welcher Situation sind wir? Wie machen wir das Beste aus dieser Situation? Und das kann natürlich auch mal was Positives sein, damit ich brauche jetzt unbedingt neue Mitarbeiter, also versuche ich auch mal, die aktiv anzugehen. Und das kann auch mal sein, indem ich einfach einem Kunden möglicherweise sage, okay, du kommst mir alle 2 Tage lang mit irgendeiner neuen Anforderung. Tut mir leid, also so kommen wir auch nicht zurande. Also wie gesagt, es darf Reibung geben. Es soll eben nicht geschönt sein. Und das ist auch per se Marketing und das ist auch Produktentwicklung und das ist auch Projektmanagement. Viele dieser Dinge sind eben artverwandt. Mir geht es nur darum, dass du dieses Gewissen oder diese Gewissheit klar hast, zu sagen, okay, ich muss auch über das Projekt kommunizieren. Ich muss eben Erwartungen managen. Und diese Akzeptanz, ohne die wird es mir gar nicht gelingen.
Genau, also es gibt ja verschiedene Ebenen im Projektmarketing. Also du hast schon gesagt, es ist irgendwie dann alles eigentlich eins. Aber wenn du jetzt Produkt, Preis, Distribution und Kommunikationsstrategien mal anguckst, wie würdest du denn da jeweils Projektmarketing betreiben? Also wenn wir jetzt wirklich mal versuchen, Beispiele zu finden oder vielleicht einfach es noch ein bisschen greifbarer zu machen. Genau, vielleicht. Also das, ich würde eher tatsächlich in diese Kommunikationsrichtung gehen, weil natürlich gibt es eine Preisstrategie, natürlich muss ich irgendwelche Kosten mir überlegen und Erträge und Aufwände und Nutzen und solche Sachen mir überlegen, aber ich habe ja das, entweder bewerbe ich mich um ein Projekt, versuche es durchzuführen und hinterher habe ich ein Produkt und das hat möglicherweise idealerweise die Firma in irgendeiner Form bepreist und dann bringt es auch irgendeiner Form in den Markt, so nach dem Motto, das kann alles Projektmarketing nicht leisten. Das ist eine andere Sache, das macht man auch gar nicht nebenher. Also nur mal so, wenn ich ein Projekt hätte intern, um etwas zu entwickeln, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt kannst du mal nebenher Projektbotschafter sein und dir mal eine Preisstrategie überlegen. Wie soll das funktionieren? Da brauche ich schon meine Spezialisten, die das weiterhin tun, die es im Vorfeld getan haben, die den Markt kennen, den Markt beobachten, die mit Kunden tatsächlich sprechen. Das kann nicht jeder Beteiligte tun, das soll auch nicht jeder Beteiligte tun. Also von daher würde ich diese typischen, am Anfang der Definition stand ja tatsächlich die typischen Marketinginstrumente, sehe ich tatsächlich in dem Punkt gar nicht, weil es ist eher die Kommunikation oder es ist die Frage, welche Kommunikationsstrategien wenden wir denn an? Mit wem kommunizieren wir wann, über welche Tools, in welcher Frequenz beispielsweise. Das finde ich dann tatsächlich viel spannender, weil es auch da wiederum keine Standardlösung gibt. Ne? Projekte, wir wissen es alle, ich kann ein Olympiastadion irgendwo bauen, weil die Olympischen Spiele anstehen. Oder ich mache halt ein 5-Tage-Projekt, wo 2 Leute beteiligt sind. Ne? Also alles ist Projekt, so nach sagen, wir können es ja entsprechend definieren. Und da jetzt zu sagen, okay, jetzt greift folgendes Instrumentarium. Also ich kenne da zumindest keins. Also auf die Gefahr hin, dass ich dir jetzt auf die Nerven gehe. Ich habe immer noch nicht wirklich den Unterschied zwischen jetzt Projektkommunikation und Projektmarketing. Klar. Vielleicht gibt es tatsächlich keinen. Dieses Projektmarketing setzt halt nur ein bisschen bei diesem Vermarktungsgedanken an. Und der Vermarktungsgedanke kann halt intern sein. Mhm. Projektkommunikation ist ähnlich. Ne? Ich würde, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, wenn ich mir überlege, wer ist denn beteiligt? Also wir haben jetzt die Stakeholder wieder. Und welche Erwartungen haben die? Dann kommen Erwartungsmanagement im weitesten Sinne. Ne? Auch das gibt es ja auch verschiedenste Facetten adressieren. Und dann immer wieder diese Akzeptanz nach vorne bringen. Und ich glaube, warum kommuniziere ich denn über ein Projekt? Ne? Also ich kann jetzt sagen, ich habe da irgendein Report und dann steht da irgendeine Ampel auf irgendeiner Farbe und so. Das ist alles schön und gut und das ist auch vermutlich auch sehr nützlich in gewissen Konstellationen. Aber es ist eben tatsächlich diese Vermengung quasi. Und es ist eben nicht A, normales Marketing und es ist B, nicht nur Projektkommunikation um der Projektkommunikation willen. Es ist schon dieses Darstellen, dieses positive Darstellen, aber eben dann auch wiederum nicht werblich. Du siehst schon, das ist alles ein bisschen unklar. Jetzt habe ich es. Also ich glaube, es ist für mich Kommunikation nicht nur, um Fakten über den Tisch wandern zu lassen, sondern um im Beispiel Akzeptanz die Leute sozusagen für die Sache zu gewinnen. Ja, also dass es ein Zweck dahinter ist. Sozusagen. Genau. Also eigentlich sollte Kommunikation wahrscheinlich immer einen Zweck haben. Das würde ich auch glauben. Ja. Und das ist halt auch, ne, also brauchst tatsächlich, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, Disziplin oder Nicht-Disziplin. Aus meiner Sicht ist es keine Disziplin. Es brauchst auch nicht als Disziplin. Es ist vielleicht einfach nur Projektkommunikation, die natürlich auch einen Zweck erfüllt, über den man sich klar sein sollte. Also warum kommuniziere ich, was möchte ich damit eigentlich erreichen und was bedeutet das in der Konsequenz dann? Und dann ist es tatsächlich der Umgang mit den Beteiligten. Also mehr Geheimnis, finde ich, gibt es da hinten dran auch gar nicht. Ja, aber das macht schon Sinn, finde ich, da nochmal eben auch den Augenmerk drauf zu setzen, dass es eben hier auch darum geht, eben diese Beteiligung zu bewirken durch die Kommunikation oder dieser Akzeptanzgedanke und dieses Einbinden, weil das eben schon, habe ich den Eindruck zumindest, öfter mal unter den Tisch fällt. Im Eifer des Gefechts, die vielen Tasks, die man zu tun hat und man sozusagen dann auch noch mit den wichtigen Leuten immer wieder zu sprechen, wird dann vielleicht mal auch einfach nicht gemacht. Und das hat natürlich Konsequenzen.
Ich komme ja ein bisschen aus der Softwareentwicklung. Wenn man dann manchmal liest, dass 60% der Features, die wir in Softwareprodukten einbauen, kaum oder gar nicht genutzt werden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das erhebt. Aber wenn das tatsächlich nur ansatzweise so wäre, dann machen wir ganz schön viel umsonst. Eigentlich blöd, ne? Also das, wir sprechen auf der einen Seite über die Workload und auf der anderen Seite werden die Dinger gar nicht genutzt. Schwierig. Was denn da dieses Stakeholder-Management? Sollten wir da nicht mehr sprechen? Und da gibt es so viele schöne Modelle. Ich persönlich bin ein Freund von dem Kanu-Modell. Noriyaku Kanu war ein japanischer Professor, der verschiedene Produktmerkmale untersucht hat auf die Kundenzufriedenheit. Und wenn man das im Vergleich hat jetzt mit anderen Produkten, da guckt man, okay, ein Auto braucht ein Lenkrad und braucht eine Anzahl von Rädern. Gut, damit werde ich mich nicht abheben können. Vielleicht kann ich mich mit einer Sitzheizung abheben. Nee, kannst du nicht. Sitzheizung haben sie auch alle. Ich kann sagen, ich fahre sehr regelmäßig Carsharing oder ich nutze sehr regelmäßig Carsharing-Angebote. Und jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, muss ich den Sitz neu einstellen. Wenn ich es also mal schaffe, in dasselbe Auto vom Vorabend einzusteigen und den Sitz nicht einstellen muss, freue ich mich wie ein Schneekönig. Es ist ein Feature und ein Merkmal, das es an sich gar nicht geben kann. Weil wenn ich mein eigenes Auto einsteige, freue ich mich nicht, dass der Sitz passt. Der passt natürlich immer, ist ja mein eigenes Auto. Und schon habe ich ein anderes Setting und sage, oh, das ist ganz cool. Ich würde also glauben, dass es irgendwann mal möglich ist, wenn ich schon über die App mein Auto reserviere, dass die App dann auch weiß, wie meine typische Sitzeinstellung ist und sie einstellt. Warum sollte es zukünftig nicht so sein? Und dieses Miteinander, einfach nur sich zu fragen, okay, was tun wir denn? Ist es jetzt Softwareentwicklung? Ist es Produktentwicklung? Ist es total Dienstleistungsentwicklung? Es ist tatsächlich sekundär. Es geht darum, wie wir das besser miteinander tun. Und wenn ich mich eben, was ich vorher versucht habe, was du ja schon hergeleitet hattest, mit diesen Botschaftergedanken auseinandersetze, dann ist es doch was Schönes. Ich kann in diesem Projekt mitwirken. Ich kann etwas Gutes tun. Das Projekt hat einen Wert. Für diejenigen, die dann sozusagen von den Ergebnissen profitieren, dann gewinnen wir alle. Bedeutet nur, dass wir uns vorher Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie wollen wir darüber kommunizieren und welche Erwartungen haben wir daran und haben wir die tatsächlich auch nach einem Zeitablauf noch und was können wir denn tun? Und wenn wir das zusammenfangen, dann ist das vielleicht eine Tätigkeit, nennen wir sie Projektmarketing, ist auch egal, wie wir sie nennen, wie gesagt, dann gewinnen wir aber alle, glaube ich. Angenommen, ich bin jetzt der Projektleiter von Projekt X und ich möchte jetzt regelmäßig meine verschiedenen Stakeholder und Teilnehmer informieren oder zu einem Gespräch oder zu einem Austausch oder Feedback bewegen. Vielleicht können wir da einfach mal ein Beispiel nennen. Was wäre denn für dich zum Beispiel eine gute Taktung oder wenn wir es mal ganz konkret in ein Beispiel reingehen? Also wenn wir es so konkret machen, müssen wir uns an den Stakeholder halten. Mhm. Und der definiert tatsächlich die Taktung. Der definiert auch den Weg der Information. Wenn ich mir ein Tools-Gedanken mache, dann sage ich, was habe ich denn? Vielleicht habe ich irgendeinen Confluence und kann so eine schöne Übersichtsseite machen, wo ich einfach auf einen Blick sehe, okay, wie der Fortschritt eines Projektes aussieht, wie auch immer wir den wiederum darstellen und bemessen wollen. Vielleicht ist es tatsächlich, dass wir sowieso einen Jour fix haben, wo die wichtigsten Stakeholder, Abteilungsleiter vielleicht, weiß ich nicht, zusammenkommen, sich darüber austauschen und dann einfach sagen, okay, wie ist denn der Fortschritt? Und dann ist halt die Frage, okay, welche Informationen reichen mir denn? Wenn jemand sagt, es ist fast fertig, reicht mir die Information oder möchte ich es halt genauer haben? Ich persönlich würde es vermutlich genauer haben wollen, aber es gibt eben auch da, würde ich immer davon ausgehen, in welcher Situation bin ich und was läuft ganz gut, dann mache ich das einfach weiter und im Sinne einer Retrospektive schaue ich, was können wir denn besser machen? Und vielleicht ist es sogar, da gibt es ja diese agilen Vorgehensweisen, machen ja in vielen Dingen auch Sinn. Ist ja möglich, dass man in irgendwelche Formate oder Events Stakeholder einlädt. Also wenn ich so ein Review habe zu einem Inkrement, dann kann ich mir ja anschauen, wie sieht es denn aus? So, dann wird meine Meinung vielleicht sogar gehört. Doch super. Ich möchte jetzt bei jedem Review dabei sein. Wenn die, keine Ahnung, eine Woche sprinten oder zwei Wochen sprinten, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr zu meiner normalen Tätigkeit. Aber es gibt eben die Option. Und ich würde eher im Status Quo mich orientieren wollen und dann eben Optionen versuchen zu diskutieren. Und wenn dir ein Stakeholder sagt, ich weiß ja immer, was du mir da sagst, das ist schön, ist immer die Ampel ist grün, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Zeig doch mal. Ja, dann würde ich es mir halt mal zeigen. Und dann würde ich eher hergehen und sagen, jetzt zeige ich es dir separat. Schwierig, weil es gibt mehrere Stakeholder. Komm doch einfach mal zu einem Ding, was wir sowieso regelmäßig machen, so ein Review. Und jetzt wissen wir, ein Review ist ja auch kein Meeting, wo der Entwickler sagen würde, ja, ich bin fertig. Sondern er soll ja das Feature auch zeigen, das er da gebaut hat. Ja, dann hat man schon mal einen Eindruck, so ein Look and Feel. Und das sind eben diese Kleinigkeiten. Wieder
ist nicht unter dem Deckmantel Projektmarketing zu sehen, ist aber tatsächlich unter dem Mantel, wie kommunizieren wir miteinander in einem Projekt und über die Projektgrenzen hinaus. Und das würde ich immer versuchen zu sagen, eben nicht zu sagen, hier hast du folgendes Setting, du musst folgende 8 Punkte abarbeiten, um nach vorne zu kommen, sondern sagen, okay, liest er die Artikel durch mit den 8 wichtigsten Kommunikationsformen in Projekten, legst sie wieder zur Seite und überlegt dir, wie wollen wir denn arbeiten? Was können wir denn leisten? Auch das, ne? Also wer will Informationen? Wie will er sie haben? Und dann versucht man, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann wieder zu schauen, funktioniert das? Macht das überhaupt Sinn? Und es gibt ja diese schönen Geschichten, dass man irgendwann mal angefangen hat, Dinge nicht mehr zu tun, nicht mehr zu dokumentieren, keine Reports mehr zu schreiben, um zu schauen, ob irgendjemand reagiert. Also kann man mal schauen, es kommt auf die Unternehmenskultur an. Aber stell mal so vor, man würde mal ein leeres Blatt quasi als Report in irgendeines dieser Tools einchecken und einfach mal gucken, ob es irgendeiner merkt. Wenn da keiner reagiert, weiß ich, tut mir leid, aber den Report kann ich einfach sein lassen. Es guckt sich ja gar keiner an. Und wenn der eine reagiert, kann man sagen, Glückwunsch, weil du bist der Einzige, die anderen brauchen es dennoch nicht. Also wenn aber kurz danach das Lagerfeuer brennt, oder das Lager brennt, nicht das Lagerfeuer, dann würde ich wissen, okay, dieser Report ergibt wohl Sinn. Einfach daraus abgeleitet, weil Menschen ihn lesen. Ja, schön. Und da kann man immer sagen, welche Informationen brauchst du denn drin? Also von da auch wieder etwas davon ausgehend, wie machen wir es denn momentan? Wer sind die Beteiligten? Was wünschen die sich denn? Und wie gesagt, eher nicht zu sagen, das ist die ideale Welt, die kann ich sowieso nicht skizzieren, sondern eher, wo sind wir gerade? Und wenn ich ein Unternehmen habe mit 10 Mitarbeitern, ist es eben anders, als wenn ich ein Unternehmen habe mit 10.000 Mitarbeitern. Und dann ist auch ganz klar, ich würde immer sagen, bitte nicht übergriffig. Also wenn einer mein Handy möchte und mir irgendwelche Nachrichten draufschicken möchte nach dem Motto, und du musst jetzt WhatsApp haben. Ich mag kein WhatsApp, ich möchte es nicht auf meinem Handy haben. Das ist total schwierig. Wir kommunizieren über WhatsApp. Da würde ich schon sagen, okay, dann vielleicht nicht mit mir. Also da würde ich eher wirklich ein großes Augenmerk drauflegen. Zum Abschluss vielleicht noch, gibt es für dich bestimmte Zyklen und Phasen im Projektmarketing oder würdest du einfach sagen, das, was du eben schon gesagt hast, dass es einfach zu jedem Zeitpunkt man immer schaut, dass man bestmöglich kommuniziert und sich austauscht und dann zum bestmöglichen Ergebnis kommt? Oder gäbe es für dich bestimmte Phasen, wo man sich so ein bisschen entlanghangen kann? Ja, also in der Phase muss ich besonders mit den Beteiligten sprechen und in der anderen Phase brauche ich mehr die Mitarbeiter, die ich stark einbinden muss und in der Phase geht es mehr um irgendwie noch Feedback von außen, von vielleicht irgendwelchen Test-Usern oder wie auch immer reinzuholen. Also gibt es für dich da Zyklen, Phasen etc., die noch interessant wären für unsere Hörer? Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Softwareentwicklung kommen und ich habe ein Release, dann ist es was anderes, als habe ich eine Iteration. Die Iteration könnte ich theoretisch auch nach außen geben, also Kunden zur Verfügung stellen, wird auch manchmal gemacht. Aber meistens werden nur Releases veröffentlicht. Und bei Releases sind, haben wir eine ganz normale Dokumentation. Wir haben irgendwelche Release-Notes oder Changelogs oder wie auch immer diese Dinge heißen mögen, wo wir sowieso eine Art zyklische Kommunikation eintreten und Interessierte mehr oder weniger informieren. Das haben wir auf dem Handy natürlich ganz anders, weil jeden Tag updatet sich da irgendwas und natürlich klickt man die Neuerungen weg, man versteht sie nicht, man interessiert sich auch nicht. Im Endeffekt soll das Ding einfach nur weiterlaufen, ob da jetzt ein neues Update drauf ist oder nicht. So. Wenn ich das jetzt ein bisschen runterbreche in ein normales Projekt, ein internes Projekt, ist natürlich ganz klar, auch da habe ich da irgendwelche großen Meilensteine erreicht. Und jetzt nicht der Meilenstein, es ist wieder Freitag, sondern es ist tatsächlich inhaltlich was geschehen. Und was passiert denn das? Also hat das Konsequenzen für andere? Wenn es keine Konsequenzen hat, warum soll ich dann sonderlich darüber kommunizieren? Wenn es Konsequenzen hat, wenn jetzt ein anderer Teilbereich loslegen kann, wenn jetzt mein Kollege wieder in meinem Projekt ist und ich endlich weiterarbeiten kann, dann möchte ich natürlich diese Information haben, weil sie für mich ja Relevanz besitzt. Und da würde ich eher mal, es gibt kein... Tut mir leid, auch da kann ich keine Antwort liefern im Sinne von, mach A, dann kommt B und dann entsteht C, weil es eben nicht linear ist, sondern es ist eher tatsächlich, es ist bei uns im Projekt immer gleich groß, immer ähnlicher Umfang, oder ist es tatsächlich, wie es normalerweise üblich ist, ein kleines Projekt, ein mittleres Projekt, ein großes Projekt und keine Ahnung, ob ich das entsprechend einteile und dafür Kommunikationsstrategien mir überlege. Ja, also entsprechend individuell des Projekttyps dann die Kommunikationsstrategie so aufzusetzen und so weiter. Genau. Wirklich letzte Frage. Irgendwelche Tools oder Methoden? Hast du was uns hier helfen kann? Irgendwie
Background-Wissen, Kommunikationskompetenzen, was auch immer, was mir hier in dem großen Rahmen Produktmarketing helfen kann? Nee, tatsächlich, ich habe ja gesagt am Anfang gleich, dass ich mal gegoogelt habe. Ich habe noch nie ein Buch über Projektmarketing gelesen. Ich kenne auch tatsächlich keins. Ich würde aber tatsächlich Marketingbücher empfehlen. Und zwar im Endeffekt eine ganze Reihe von Jonah Berger. Das ist ein Professor aus den USA. Der hat jetzt 4 Bücher veröffentlicht. Das erste war Contagious. Da geht es ein bisschen drum, okay, wie sich Nachrichten verbreiten. Das zweite, jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich es durcheinander bringe. Es geht über Trigger. Also wenn wir Menschen bewegen wollen, etwas zu tun. Und das ist wahnsinnig spannend, weil wir da feststellen, wenn ich sage, du sollst A machen, dann wird möglicherweise A garantiert nicht getan. Möglicherweise wird A getan, wenn ich gar nicht drüber kommuniziere. Also es gibt so, das ist das Schöne an diesen Dingen. Es gibt eben nicht die eine Wahrheit. Es gibt viele Dinge, die sich widersprechen. Und das muss man auch in gewisser Art und Weise aushalten. Es gibt auch nicht diesen optimalen Zustand. Den gibt es weder im Marketing, den gibt es vielleicht auch in Projekten, wie gesagt, nicht. Das dritte Buch heißt Invisible Influence. Das ist ein fantastisches Buch, weil wir tatsächlich mehr oder weniger alle beeinflusst sind, beeinflussbar sind und auch alle anderen beeinflussen, was echt ganz toll ist. Also von daher würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Das vierte Buch habe ich noch nicht, liegt bei mir auf dem Nachttisch, Magic Words. Weiß ich noch nicht. Ich weiß aber, dass Jonah Berger eben jemand ist, der das wahnsinnig fundiert macht und eben nicht dieses typische Marketing-Blabla, mach es, wir Amerikaner sind die coolsten und wir sind super erfolgreich, mach es wie ich, sondern eben genau mit den Zwischentönen und sagen, okay, wir gucken uns mal eine Studie an, jetzt gucken wir uns eine andere Studie an. Oh, warum widersprechen die sich denn? Und daraus was ableiten. Also keiner, der einem vorgibt, du mach A, dann kommt B, dann kommt C, sondern eigentlich wirklich ehrlich ist insofern, dass er sagt, es gibt keine Blaupause, man muss sich die Dinge genau anschauen und daraus entwickelt man dann mit bestimmten Strategien. Genau, und dann ist es auch so ein bisschen, also ich mag ihn total. Ich habe auch jetzt auf dem Nachttisch noch nicht gelesen allerdings. Sehr gut, das eine schon mal, immerhin. ich mag ihn total, weil er eben sich in diesen schwierigen Umfeldern bewegt und eben keine direkten Wahrheiten verkauft, die gibt es nicht. Und ich würde mal sagen, wenn ich ein Hammer bin, dann sieht natürlich vieles aus wie ein Nagel. Ne? Wenn ich Marketingmensch bin, dann sehe ich immer viel Marketing. Wenn ich Kommunikationsexperte bin, sehe ich in Kommunikation die Lösung. Hatten wir ja heute auch so ein bisschen in dem Gespräch. Das Schöne ist, dass es sozusagen andere Perspektiven bietet und sagt, oh, ich reflektiere, wie ist es denn bei mir? Warum zum Beispiel mag ich kein WhatsApp, könnte ich mich ja fragen. Also ich habe da schon ein paar Gründe. Und andere sehen die gar nicht. Was bedeutet das für meine Kommunikation in meinem Projekt möglicherweise? Kann ich mehrere Kanäle gleichzeitig anbieten? Weiß ich nicht, dass jeder darüber kommuniziert. Und ich weiß, ich habe dieses WhatsApp, um bei dem Beispiel zu bleiben, nicht. Ich hatte es aber mal. Dann schreiben mir Menschen Nachrichten und wundern sich irgendwann mal auf einem anderen Kanal, warum ich nicht antworte. Ich sage, wie soll ich denn antworten? Ich habe nichts bekommen. WhatsApp teilt halt nicht mit, dass ich dieses Konto nicht mehr habe. Machen sie nicht. Ziemlich doof, ziemlich gemein von denen eigentlich. Aber so ist es. Und da, wie gesagt, so die Perspektivenvielfalt ein bisschen zu erweitern, finde ich einfach nur großartig, sehr, sehr zu empfehlen. Geht aber tatsächlich nicht nur um Projektmarketing, da eigentlich gar nicht, sondern um Marketing. Und dann eher in der Folge auch in die Kombination, und das ist ja genau mein Thema quasi, dass er Sozialwissenschaften miteinander zum Beispiel in Beziehung bringt, Psychologie betrachtet. Also Marketing und auch generell, wenn man ehrlich ist, die Organisationen, in denen wir uns bewegen, sind Systeme, in denen wir interagieren mit anderen Systemen, mit anderen Entitäten vielleicht, wo wir schauen müssen, wie kommen wir denn voran? Dann wäre tatsächlich mein Appell und sagt, okay, was wollen wir denn eigentlich? Wie wollen wir denn eigentlich sein? Wie wollen wir denn arbeiten? Wie wollen wir vielleicht wahrgenommen werden? Da sind wir wieder beim Marketing natürlich. Aber wie können wir es einfach noch ein bisschen besser machen, als wir es gerade machen? Und damit, wenn das ein Fortschritt wäre und wir dann darüber vielleicht kommunizieren würden, dann hätte auch Projektmarketing einen gewissen Zweck erfüllt. Schöne Schlussworte, dem ist meinerseits nichts mehr zuzufügen. Michael, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und die interessanten Einblicke, auch gerade weil du es nicht versucht hast, in Schubladen zu stecken. Und das ist ja auch was man immer gerne machen möchte und wo man sich dann zurückhalten sollte. Ja, ich danke dir für deine Zeit, Michael. Vielleicht bis zu einem anderen Podcast und bis dahin alles Gute dir. Danke dir, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.
www.energiefließt.de.